Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, ob es sich eher lohnt, eine der neuen Next-Gen-Konsolen PS5 oder Xbox Series X zu kaufen oder ob man doch lieber auf einem PC sparen sollte. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und schaut natürlich auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, dann zeige ich euch erstmal die Hauptunterschiede zwischen einem PC und zwischen einer Konsole, die zumindest erstmal Fortnite betreffen, denn es gibt natürlich nicht nur Sachen, die allein für Fortnite einen Unterschied machen, sondern man hat natürlich noch ganz viele andere Vorteile auf dem PC und deshalb spielt überhaupt diese Entscheidung eine ganz große Rolle, was ihr überhaupt wollt, und es spielt keine grundsätzliche Rolle. Also ich könnte jetzt nicht insgesamt für jeden empfehlen, kauft euch einen PC oder kauft euch eine Konsole, denn das hängt wirklich von jedem ab. Als erstes mal die Unterschiede, die man auf dem PC hat, ist erstmal wirklich sehr, sehr viel, denn man hat natürlich die einzelnen Video-Settings. Hier hat man auf der Konsole vielleicht diese ersten zwei Setting-Tabs, kann im Prinzip nur die Auflösung runterstellen und mehr hat man dann eigentlich auch nicht an Einstellungsmöglichkeiten. Man kann kein Frame-Rate-Limit umstellen, zurzeit ist tatsächlich die Konsole auf 60 FPS gecapped und das fühlt sich schon sehr, sehr unsmooth an. Wenn ihr einmal auf 144 FPS gespielt habt, werdet ihr nie wieder auf 60 FPS Fortnite spielen wollen. Da kann ich euch auf jeden Fall aus Erfahrung erzählen. Früher hatte ich auch auf 60 FPS gespielt, einmal auf 144 hochgegangen und danach geht es immer nie wieder auf 60 FPS runter und ja, seid ihr mal auf der Konsole auf 60 FPS gecapped und eventuell kann es tatsächlich sein, dass innerhalb der nächsten Monate mit der nächsten Season vielleicht auch schon ein 120 FPS Mode hinzugefügt wird, der ist zurzeit aber noch nicht auf den neuen Konsolen verfügbar. Rein theoretisch könnt ihr immer 120 FPS 120 Hertz unterstützen, zurzeit aber wie gesagt in Fortnite erstmal nicht aktiviert und ihr könnt dann sonst immer nur die Auflösung umstellen zwischen 4K und 1080p. Ich glaube, das sind die einzigen Möglichkeiten, die ihr dort habt. Ihr könnt natürlich auch nicht eure Grafik-Settings runterstellen, das heißt, könnt ihr eure Shadows runterstellen, damit ihr mehr FPS bekommt oder so, sondern ihr seid immer wirklich auf dem begrenzt, was euch die Konsolen jeweils eben halt vorgeben. Das heißt, ihr werdet eben halt auch nicht zusätzlich FPS noch bekommen können, also ist ja meistens relativ hilfreich, wenn man, obwohl man vielleicht nur einen 144 Hertz Monitor hat, dass man dann trotzdem auf 240 FPS rendert oder zumindest auf 165 FPS rendert, weil man so deutlich geringeren Input-Lag hat, und das kann man natürlich auf den Konsolen definitiv nicht machen, weil die, selbst wenn 120 FPS Modus eingeführt wird, man natürlich immer noch hierbei gecapped ist bei den Grafik-Settings, und das spielt natürlich mit den Grafik-Settings auch nur eine Rolle, wenn ihr eben halt letztendlich wirklich competitive spielen wollt, also Arena spielen wollt, in Turnieren competen wollt und eben halt nicht ganz einfach nur Casual Solo Duo Squad spielt oder vielleicht hier ein paar Limited Time Modes. Wenn ihr nur das spielt, ein bisschen mit Freunden spielt, dann macht es letztendlich auch keinen großen Unterschied. Natürlich immer noch schöner, wenn man auf mehr FPS spielt. Aber ich glaube, so ein Casual-Spieler, der eine Stunde pro Tag oder so spielt, dem macht das auch nichts aus, ob man jetzt ein paar FPS mehr oder weniger hat. Deshalb da schon mal der erste Unterschied. Wenn ihr wirklich auf Competitive gehen wollt, würde ich euch schon mal eher auf einem PC empfehlen. Falls ihr ganz normal spielen wollt, ist eine Konsole natürlich deutlich besser. Denn eine Konsole kostet in der PS5 All Digital Edition nur 400 Euro. Und Xbox Series X und die PS5 mit dem CD-Laufwerk kosten jeweils 500 Euro. Das ist natürlich günstiger als die 800 Euro, die man für einen Gaming-PC bezahlen muss. Dafür bekommt man natürlich mit dem Gaming-PC für 800 Euro dann auch natürlich 240 FPS stabil, und das ist natürlich dann auch in gewisser Weise ein deutlicher Vorteil. Wenn ihr auch noch etwas anderes außer nur Fortnite Competitive machen wollt, wie zum Beispiel Videos aufnehmen, streamen, falls ihr Homeschooling machen wollt, irgendwelche Dokumente auf dem PC bearbeiten wollt, ist es natürlich chilliger, weil man das überhaupt auf einer Konsole machen kann. Also man kann natürlich streamen und aufnehmen, das Ganze aber auch nur relativ schwierig. Ihr habt immer begrenzte Möglichkeiten darauf, könnt euch nicht free alle Programme runterladen. Ihr könnt beispielsweise nicht nebenbei, während ihr zockt, einfach Amazon Music oder Spotify hören, was auch immer. Ihr könnt kein Discord offen haben, und das sind natürlich schon große Nachteile. Und wenn man eben halt wirklich auf Discord abhängen will, nebenbei immer ein bisschen auch Google und so etwas offen haben will, dann ist auf jeden Fall ein PC deutlich hilfreicher. Dementsprechend da nochmal der nächste Punkt: wenn ihr wirklich nur zocken wollt, also ganz normal mit euren Freunden, die so oder so vielleicht PS4, PS5 Spieler sind, dann könnt ihr natürlich hier einfach auf der Konsole reingehen. Wenn ihr aber ein bisschen mehr machen wollt, lohnt sich der PC schon deutlich. Wie gesagt, aber nur natürlich, wenn ihr überhaupt das Budget dazu habt. Ich habe euch hier auch schon mal einen PC zusammengestellt, mit dem man relativ safe eigentlich 240 FPS schaffen sollte. Der hat auch eigentlich ein ganz gutes Aussehen so. Das heißt, man sollte da auch den Konsolen
nichts nachstehen. Man kann ihn natürlich auch ein bisschen günstiger machen. In dieser Konfiguration kostet er jetzt 827 Euro. Ohne RGB wird man ihn wahrscheinlich auch in 800 Euro oder so hinbekommen. Aber so ungefähr könnt ihr euch da so an diesem Wert orientieren, falls ihr einen PC kaufen wollt. Und diese Teile alle zusammen sollten locker 240 FPS auf Low Settings schaffen. Mit einem guten Input-Lag, also mit einem geringen Input-Lag natürlich. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch auf PC, was man natürlich nicht auf den Konsolen hat, dass man ganz einfach upgraden kann. Das heißt, falls ihr irgendwann mal eine bessere Grafikkarte haben wollt, müsst ihr euch nicht eine komplett neue Konsole kaufen, sondern könnt das Ganze dann natürlich einfach upgraden. Und das ist allein schon wirklich ein riesen Vorteil. Ihr habt einmal im Prinzip einen PC, könnt dann immer wieder hier einmal 500 Euro für eine Grafikkarte ausgeben, zwei Jahre später dann 500 Euro für eine CPU ausgeben. Und das kann man natürlich häufig nicht alles auf einmal bezahlen. Und deshalb ist es ganz praktisch an einem PC. Eine Konsole wird es eben halt vielleicht erst in 5 Jahren oder so neu geben. Und die wird natürlich dann sehr, sehr schnell veralten. Hingegen PC kann man, wie gesagt, immer wieder upgraden und kann ihn dann immer wieder besser machen. Dafür sollte man natürlich aber auch ein bisschen Vertrauen in sich haben, das Ganze zusammenbauen zu wollen. Letztendlich ist es nicht wirklich schwierig, das Ganze zu machen. Also ich werde wahrscheinlich auch, wenn ich am Weihnachten meinen PC zusammenbaue, ein kleines Tutorial dazu machen, wenn ich das irgendwie schaffe. Ansonsten werde ich dort auch wahrscheinlich live sein zu Weihnachten, wo ich den PC zusammenbaue. Es ist, wie gesagt, immer echt nicht schwierig. Trotzdem braucht man immer dieses gewisse Vertrauen. Viele Leute haben immer nicht dieses Vertrauen in sich und trauen sich nicht, einen PC alleine zusammenzubauen. Kann man natürlich auch irgendwo zusammenstellen lassen. Kostet dann aber eben halt locker schon eher Richtung 900.000 Euro und das ist dann natürlich nochmal ein deutlich größerer Unterschied. Zusammengefasst könnte man also sagen, wenn ihr wirklich nur 500 Euro Budget habt, keinen Cent mehr ausgeben könnt, beziehungsweise keine 100, 200 Euro mehr ausgeben könnt, dann kauft ihr euch einfach eine Konsole, damit werdet ihr auf jeden Fall glücklich sein, gute FPS natürlich bekommen, gutes Spielerlebnis bekommen. Genauso, wenn ihr ein Casual-Gamer seid, euch ist eigentlich nicht juckt, wie viele FPS ihr habt oder ob es euch jetzt nicht juckt, ob ihr 120 FPS oder 240 habt, dann könnt ihr natürlich genauso gut eine Konsole kaufen. Wenn ihr aber wirklich competitive spielen wollt und dort das Maximale rausholen wollt, die maximale Performance erhalten wollt, euch daran eben mal traut, einen PC zusammenzubauen, ihr natürlich das Budget von 800 Euro habt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall eher einen PC zusammenzubauen. Genauso natürlich, wenn ihr wirklich etwas professioneller streamen wollt, ein vernünftiges Overlay zu haben, was man natürlich eher schwieriger auf einer Konsole bekommen kann, dann empfiehlt es sich natürlich auch genauso ein PC eher zu kaufen. Und ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall ein bisschen weitergeholfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.